jetzt geht die Kamera also los, prima. Wir haben überall, wo Orso steht, ist also das Orga-Team. Dann brauche ich das jetzt, glaube ich, nicht nochmal im Einzelnen zu machen. Wenn jemand konkrete Fragen an uns hat, gerne auch in den Chat schreiben. Insgesamt könnt ihr immer in den Chat schreiben. Wir werden versuchen, das alles gut zu beobachten. Falls ich was übersehe, müssen meine Kolleginnen mich bitte dann mal schubsen. Und ansonsten, wir sind jetzt im vierten Monat, Januar, Februar, März, April, genau. Und Wolfgang hat neulich bei der Technologiestiftung einen Vortrag gehalten und den fand ich eigentlich so schön, dass ich gedacht habe, vielleicht könnten wir uns das heute nochmal in Kürze anschauen, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind und dann ein bisschen darüber reden, wo wir jetzt inzwischen stehen. Was ich nicht vergessen darf, ist, wir brauchen auf jeden Fall noch Menschen, die uns gerne unterstützen, sowohl im Entwicklerteam als auch Menschen, die fremdsprachenkundig sind, also nicht nur kundig, sondern wirklich so sicher sind. Denn wir möchten ja ARPA in vielen Sprachen der Welt anbieten. Wir sind da ganz offen, also auch, ich weiß nicht, Mallorquinisch oder was auch immer. Wenn ihr da euch fit fühlt, dann meldet euch am besten bei Sandra. Die koordiniert das alles oder auch bei irgendjemandem sonst von uns. Ja, Wolfgang, dann würde ich doch gleich mal an dich übergeben und starte mal los mit dem, wo sind wir, was geschah bisher? Ja, hallo, wunderschönen guten Abend alle zusammen. Ja, ich würde gleich mal in eine kleine Keynote einsteigen. Das ist nochmal so ein Wrap-up, was bisher geschah sozusagen und wie wir arbeiten und was wir für Werkzeuge benutzen. Ein Teil hat es vielleicht schon wieder vergessen und manche sind heute zum ersten Mal da und wissen vielleicht noch gar nicht, was los ist. Und wir sind heute so eine kleine Gruppe, 20 Leute oder so. Da könnt ihr auch einfach mich jederzeit unterbrechen. Also wenn ihr eine Frage habt, drückt einfach die Leertaste und schreit Hallo, Stopp und fragt einfach direkt da, wo es ist. Also ich kann die Keynote jederzeit anhalten. Die ist vollgepackt mit einem Haufen Begriffen und Buzzwords. Und wenn da jemand eine Nachfrage hat, also ist für mich überhaupt kein Problem. Also gerne unterbrechen und nachfragen direkt. Und ansonsten, der Chat geht natürlich immer. Dann wechseln wir jetzt hier gerade mal die Ansicht. Am besten stellt ihr mich auf groß, indem ihr mein Video pinnt oder in die Sprecheransicht wechselt. So, ich habe mich jetzt mal verkleinert. Und jetzt muss ich gerade Zoom wieder aus dem Weg schieben. So, geht gleich los. Okay. ARPA, für was es steht, habt ihr im Clip gerade schon gesehen. Was wir mit ARPA wollen, ist mal hier so kurz zusammengefasst. Wir sind seit 25 Jahren leidgeplagt, weil es keine vernünftige Software gibt, mit der wir Chor- und Orchester-Business managen können. Es gibt manche Tools da draußen, aber nichts, was mich wirklich bisher überzeugt hat. Und die Vision ist, ein maßgeschneidertes Tool zu haben, modular aufgebaut, wo Chöre und Orchester mitarbeiten können als Single-Page-Application. Dafür steht dieses SPA. Also das läuft alles auf einer einzigen Webseite, die dynamisch Daten ausliefert. Natürlich möchte keiner großartig Lizenzgebühren zahlen für proprietäre Software, wie wir das jetzt auch getan haben. Das sind einige 10.000 Euro zusammengekommen in den letzten Jahrzehnten. Und die Kulturbranche hat nie groß Geld für Software, deswegen muss das Ding so laufen können. Datenhoheit spielt immer eine Rolle. Wo liegen die Daten? Viele speichern ihre Sachen bei Google in Amerika. Ist auch nicht immer so DSGVO-konform. Also auch das spielt eine Rolle. Es wäre doch schön, wenn man die Daten einfach zu Hause im Wohnzimmer hosten könnte, bei sich zu Hause, nicht irgendwo.
oder vielleicht bei einem Rechenzentrum irgendwo hier in Europa oder in Deutschland. Also ja, der Ort des Hostings sollte wählbar sein. Das ist so eine Vision. Ich träume davon, dass eine APA-Instanz auf dem Raspberry Pi läuft. Das ist so ein ganz kleiner, wie so ein Schulcomputer, so zum Basteln. Und über eine Dockerisierung wäre das tatsächlich möglich. Das ist vor allem für kleinere Ensembles interessant, die jetzt vielleicht nicht gleich ein Rechenzentrum brauchen. Das muss aber noch getestet werden. Da sind wir dran. Langfristig wäre es schön, wenn man APA-Instanzen vernetzen könnte, dass zum Beispiel befreundete Chöre, Partnerorchester oder was auch immer sagen können, oh ja, lass uns zusammenschalten und uns gegenseitig Daten teilen, sharen, ob es die Bibliothek ist, ob es die eigenen Leute sind, natürlich nach deren Zustimmung. Das ist ein bisschen ein komplexeres Teil, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines, schlankes soziales Netzwerk innerhalb der Musikergemeinde. Das wird aber dieses Jahr nicht mehr kommen, das ist schon klar. Und natürlich soll das Ding international nutzbar sein können in allen erdenklichen Sprachen. Da sind wir auch schon dran und wir hoffen auf eine Fangemeinde weltweit aus der Chor- und Orchesterszene, die auch Lust haben, daran weiter zu programmieren und Funktionen hinzuzufügen, die vielleicht am Anfang noch nicht da sind. Ja, das ganze Ding ist 100% Open Source. Der Code ist frei verfügbar dann auf GitHub. Also der ist auch jetzt schon verfügbar. Allerdings haben wir dort einen geheimen Developer-Branch. Also die Version, die im Moment online steht, die ist nicht aktuell, weil wir im Developer-Zweig, den wir aber noch verdeckt halten, noch verschiedene technische Probleme lösen müssen, bevor sich Leute ärgern, wenn was nicht geht. Also das dauert noch ein paar Tage. Dann ist das auf dem Public Branch. Das ganze Ding ist plattformunabhängig. APA läuft jetzt vielleicht nicht auf jedem Toaster oder Kaffeemaschine, aber es ist eigentlich egal, was ihr für ein Handy habt, ob ein Tablet, ob Android, ob Apple, Windows, Mac, Linux. Also das Endgerät ist eigentlich völlig wurscht, solange man dort eine URL aufrufen kann. Ja, also ich glaube, meine Körperfettwaage könnte es, glaube ich, sogar aufrufen, wenn man sie hackt. Das ganze Ding soll so self-hosting-fähig sein, natürlich, hatten wir schon, und mehrsprachig. Kurz ein paar Eckdaten. Das Ding ist gefördert von der Stadt Berlin über die Senatsverwaltung für Kultur in Europa. Die haben uns da fast 100.000 Euro für zugesprochen, wo wir sehr dankbar für sind, dass wir das verwenden dürfen, um diese Software zu designen und zu programmieren. Genau daran gebunden ist auch, dass es Open Source fähig sein muss übrigens, was ich auch super finde. Es sind etwa 7 Entwickler zurzeit. Das schwankt immer mal ein bisschen, mal sind es mehr, mal sind es weniger. 5 Leute im Orga-Team, es sind eine Handvoll Ehrenamtliche dabei. Der Projektzeitraum ist Januar bis September. Also das ist so der offizielle Zeitraum. Wir werden natürlich danach nicht aufhören, an APA zu arbeiten, aber das ist quasi der Finanzierungszeitraum. Und also bis im September müssen wir liefern. Wir sind jetzt fast in der Halbzeit. Also Mitte Mai ist die Halbzeit. Ja, es sind 400 Entwicklerstunden budgetiert, was viel zu wenig ist, wie wir schon festgestellt haben. Ansonsten über 3.000 weitere Arbeitsstunden drumherum. Und die Selbstbefähigung von Kulturschaffenden in Berlin steht bei dieser Förderung im Mittelpunkt. Das wissen viele nicht. Also es geht auch darum, dass wir Musiker, Fuzzis, Choristen, Orchesterleute uns mit digitaler Technik auseinandersetzen und uns also Hilfe zur Selbsthilfe und uns da befähigen, uns Werkzeuge zu bauen, die wir brauchen, um unabhängiger und autarker zu werden. Ja, was bisher geschah, vielleicht auch jetzt für die Leute, die heute das erste Mal dabei sind, was so der aktuelle Stand ist. Das ist zum einen, was lange gedauert hat, auch länger als gedacht, war der Aufbau überhaupt dieser Infrastruktur, um entwickeln zu können. Da ist einiges für nötig, was in die Wege geleitet werden muss, damit ein Entwicklerteam vernünftig arbeiten kann. Das Entwicklerteam muss natürlich auch erst zusammengestellt werden. Wir haben umgesetzt bis jetzt die Basics wie die Anmeldung. Also User können sich registrieren, können sich anmelden und die Mitarbeiter können den Usern dann sagen, du bist ein Mitwirkender, ein sogenannter Performer im Chor oder im Orchester
Oder du bist ein Mitarbeiter, du bist Teil des Chores, du gehörst zur Technik, du gehörst zum Orchester. Also das geht schon alles. Das klingt banal, aber das ist gar nicht so banal. Man sieht nämlich nicht, was im Hintergrund alles notwendig ist, um eine vernünftige User-Authentifizierung, Registrierung hinzubekommen. Die Internationalisierung ist schon eingebaut. Also wir können ab sofort jede Sprache jetzt in jede Sprache übersetzen lassen und mit einem Schalter umschalten in jede Sprache, sofern sie übersetzt wurde. Es gab 2 Workshops bisher, so wünscht ihr was Workshops. Ihr seht da rechts ganze Miniatur, über 100 Wünsche, Features, die gewünscht wurden, was das System gerne bitte können sollte. Da haben wir jetzt sortiert, wir haben priorisiert beim letzten Mal, wir hatten Umfragen und Abstimmungen gemacht. Wir konnten davon leider noch nichts umsetzen, so schnell, wie wir dachten, weil wir immer noch mit Basics beschäftigt sind. Da ging es darum, orthospezifische Begriffe zu tilgen, Sprachregelungen zu finden für bestimmte Funktionen, Labels, Buttons und so weiter. Wir haben Terminverwaltung umgesetzt. Also es gibt jetzt einen Terminkalender, wo man Termine anlegen kann. Bei dem Termin kann man sagen, für wen der gültig ist. Zum Beispiel kann man sagen, ein Termin ist eine Generalprobe oder es ist ein Konzert, eine Stimmprobe, Registerprobe oder ein Meeting. Und dann kann man sagen, dieser Termin gilt für alle hohen Streicher und Schlagzeug. Oder der Termin gilt für alle Tenöre oder so. Das funktioniert bereits. Die Projektverwaltung ist in der Mache. Man kann Projekte jetzt anlegen, wo dann Leute nachher sagen können, da mache ich mit. Da mache ich nicht mit. Das zeige ich nachher mal kurz. Dann gab es ein Refactoring von dem Frontend. Ganz schlicht banal ausgedrückt. Wir mussten am Frontend nochmal ziemlich umbauen, um das ARPA noch zukunftsfähiger zu machen, was die Wartbarkeit angeht. Ihr könnt euch vorstellen, je mehr Features dazukommen in Zukunft und je mehr Funktionalität, desto schwieriger wird es, so ein System, wenn es monolithisch ist, zu betreuen, zu updaten, zu pflegen. Und das Refactoring hatte jetzt zum Ziel, das ARPA noch modularer zu machen, als wir es eh schon dachten. Also noch feingranulierter, damit man das wartbarer machen kann und man leichter neue Funktionen anflanschen kann. Wir erstellen derzeit jetzt noch einen Design Guide. Das ist jetzt schon am Laufen. Der Design Guide ist sehr, sehr wichtig für die User Experience. Ihr sollt euch ja nachher auch wohlfühlen mit dem System. Das System soll so reagieren, wie ihr es als Benutzer erwartet. Und da ist der Design Guide ein Teil davon. Wie sehen Knöpfe aus? Wie verhalten sich Kalenderdinger, Uhrzeiten? Wie verhält sich das auf dem Smartphone und so weiter? Das ist ein Riesending. Ein paar Zahlen. Genau, über 100 Features gibt es schon, die auf Umsetzung warten. Wir sind im Moment bei über 300 Jira-Tickets, die wir abarbeiten. Wer nicht weiß, was ein Jira-Ticket ist, das sind so kleine Arbeitseinheiten für uns Entwickler. Um die 1000 Stunden haben wir schon reingesteckt, alle zusammen. Es sind 3000 Dateien entstanden dabei und wir sind jetzt bei etwa 300.000 Codezeilen für das ganze System. Nur mal so eine kleine Größenordnung. Welche Werkzeuge benutzen wir? Das ist zum einen für das Backend. Das ist in C-Sharp geschrieben und wir arbeiten in dieser .NET 5.0 Umgebung und benutzen Swagger, um mit diesen Endpoints rumzuspielen und auch da eine API-Dokumentation zu machen. Also mit dem Swagger, wer sich dafür interessiert, ich weiß nicht, ob wir irgendwelche Nerds heute da haben, die Programmierer sind oder damit zu tun haben. Also wer da mal reingucken will, gerne an mich wenden, dann schicke ich euch den Link, wie ihr an den Swagger kommt. Die Datenbank ist eine Open-Source-Datenbank PostgreSQL. Da gab es jetzt gerade die Umstellung diese Woche, damit wir wegkommen von der Microsoft-Datenbank, die kostenpflichtig wäre. Das Frontend läuft unter Angular. Das Angular-Framework
Und wir benutzen auch die Prime Engine Library. Also das Frontend ist das, was ihr seht nachher als Benutzer. Wenn ihr das einsetzt, ist das das Frontend. Das Backend, das macht so die Logik im Hintergrund. Und das Frontend ist das, was der User sieht. Ja, wir arbeiten mit Visual Studio, Visual Studio Code. Sagt vielleicht den Fachleuten eher was. Im Moment ist es auf Azure gehostet. Wir arbeiten natürlich mit GitHub und Jira und Confluence für diverse Firmierungen. Auf GitHub könnt ihr das auch alles einsehen. WordPress, unser Lamp-Stack, macht die Infoseite. Die Orga läuft über Slack und Podio. Wir prototypen mit Figma und seit neuestem auch Azure RP9. Da machen wir so Dummies, damit man auch weiß, was man da programmieren soll. Und die Plattform Crowdin hilft uns beim Übersetzen. Das ist eine Plattform, da kann man beliebig viele Leute einladen, aus dem Orchester und aus dem Chor beispielsweise, und sagen, hey, wer macht Italienisch, wer macht Spanisch, wer macht Russisch, wer macht Portugiesisch? Und dann kann man als Gruppe im Team die Übersetzung machen, dass die Software auch in allen Sprachen nachher umschaltbar ist. Ja, was sind die Hürden? Da gab es einige Hürden, Hindernisse und Herausforderungen. Wir waren kurz davor, den heutigen Workshop abzusagen, weil wir echt ins Schleudern gekommen sind diese Woche. Dazu später mehr. Ihr könnt euch natürlich denken, dass bei einem größeren Team es einen Haufen Absprachen braucht, wer mit welchen Tools was wie umsetzt. Es passiert sehr schnell, dass man in eine Sackgasse rein entwickelt und dann wieder von vorne anfangen muss oder ummodellieren muss. Es gab sehr viele neue Tools, die gelernt werden mussten vom Team, gerade die Leute, die nicht aus der Programmierung kommen, so wie ich. Ich komme ja aus der Musik und eigentlich nicht aus der IT. Die Lernkurve ist ganz schön steil für Anfänger, so Musiker, Programmierer wie mich. Inzwischen können alle GitHub, glaube ich, nutzen. Jira war ein bisschen leichter. Herausforderung, die wir noch haben, ist, das Budget einzuhalten. Und da wir ein gemeinnütziger Verein sind, haben wir es aber bis jetzt geschafft, alle Dienstleister, Softwareanbieter dazu zu bewegen, ihre Produkte kostenlos nutzen zu dürfen oder zu einem sehr großen Rabatt. Ja, es gab eine längere Findungsphase, bis das Team irgendwie funktioniert hat. Und die Priorisierung ist nach wie vor eine Herausforderung. Was ist wirklich wichtig? Und ja, wir haben so angefangen. Das waren jetzt die ersten 3 Monate, Symbolbild. Und wir sind ungefähr jetzt hier angekommen. Das ist mein Symbolbild für das MVP. Was ist MVP? Das steht für dieses Minimal Viable Product. Sprich, was muss das System leisten, um überhaupt anfänglich nutzbar zu sein? In der Regel sind es ganz rudimentäre Funktionen, die einfach funktionieren müssen, die man benutzen kann und die einen Mehrwert darstellen. Ohne Schnickschnack, ohne Luxus, ohne tolle 1000 Features. Und ich habe das mal aufgeschrieben, was das für uns als Orso bedeutet. Das KBB, beziehungsweise ihr, wenn ihr jetzt hier seid als Vertreter eures Chores oder eures Orchesters, ihr wollt Projekte einstellen, ihr wollt Termine einstellen. Eure User sollen sich registrieren, also eure Kollegen aus dem Chor, aus dem Orchester, oder sie werden von euch kontaktiert und registriert und kriegen eine E-Mail, wo es heißt, hey, schaut mal da rein, wir haben hier was für euch. Diese User können nicht nur Musiker und Choristen sein, das können später auch eure Konzertbesucher sein oder eure Dienstleister, irgendwelche Solisten oder Sponsoren oder wer auch immer, die bestimmte Rollen haben. Chor- und Orchestermitglieder können sich für Projekte bewerben, können sagen, oh, die und die Projekte, die und die Konzerte, die möchte ich gerne spielen. So sieht meine Terminzusage aus. Ich kann alle Termine oder ich kann manche Termine nicht. Und da merkt man schon, wenn man ein 120-Mann-Orchester zusammenstellen muss und noch irgendwie 200 Choristen, da ist es schon gut zu wissen, wer kann wann und wie sieht so die Probenbeteiligung aus, weil ja da ganz viel an Logistik dranhängt. Vom Catering angefangen bis hin zur Anzahl der Kopien des Notenmaterials. Und das ist die Kernfunktion am Anfang von Orso, zu wissen, wer ist wann, für was, wie dabei.
Das ist, ja, klingt banal, aber jeder, der schon mal Konzerte organisiert hat, weiß, dass das ganz schön eine Herausforderung sein kann. Genau. Wir wollen ein Dashboard haben, schon in der ersten Version, wo wir grafisch schnell erkennen können, ob ein Projekt eine Schieflage hat, weil, was weiß ich, die halbe Blechbläserbesetzung abgesagt hat, weil es eine Terminkollision gab mit einem anderen Ensemble, von der wir nichts wissen. Also wir wollen eine schöne dynamische Anzeige, um jederzeit zu wissen, wie viele Chorleute haben wir, wie viele Orchesterleute haben wir für welches Konzert zur Verfügung. Genau, dann wollen wir die E-Mail-Hölle langfristig beenden und die WhatsApp-Hölle. Endlose WhatsApp-Gruppen, wo man sich abspricht, wann, wo, jetzt wer, in welchem Raum probt und. Die ganze Kommunikation innerhalb eines Ensembles soll später über ARPA möglich sein und nicht über alle möglichen Kommunikationskanäle, wo am Ende keiner mehr durchblickt. Das sind weitere Module, die ARPA im Laufe der Zeit bekommen soll. Für Chor- und Orchestermanagement gibt es zahlreiche Sachen wie Vorsingen, diverse Auditions, Stimmbildung. Dann haben wir Bibliothek, Notenausgabe mit zahlreichen Features, die es da braucht. Finanzen und Controlling wurde gewünscht. Logistik, Inventar ist ein großer Bereich. Das Tourmanagement, wenn man mit der großen Truppe unterwegs ist und mal irgendwie schnell 200 Flugtickets buchen muss. Das sind alles so Module, die wir nach und nach dann ranflanschen. Die werden sicher nicht alle dieses Jahr kommen. Manche kommen vielleicht gar nie. Manche kommen vielleicht früher, als man denkt. Das wissen wir noch nicht genau. Projekt- und Taskmanagement ist natürlich essentiell und das Messaging, also dass man sich schnell Nachrichten schicken kann innerhalb des Systems. Genau. Also ein großes Haus mit sehr, sehr vielen Räumen und sehr vielen Fenstern. Und ja, ich hoffe, euch da am 28. Mai dann das ein oder andere zusätzliche Feature vorstellen zu können, was wir jetzt heute vielleicht noch nicht haben. So, dann gehen wir hier mal raus. Ja, Ja, wir vielen arbeiten Dank, im Thorsten. Moment. Ja? Nee, ich wollte nur sagen, vielen Dank. Ich glaube, Ach das so, ich habe es ja akustisch nicht verstanden. war noch mal eine super Zusammenfassung für alle. Und alle haben ja auch ganz eifrig gelauscht. Also gibt es jetzt noch jemand, der eine Frage hat, bevor du weitermachst? Genau, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, Fragen zu stellen. Du darfst weiter. Ansonsten würde ich hier mal weitergehen. Und zwar, ich bräuchte von euch ein bisschen eine Interaktion. Ich weiß, wir sind heute nicht so viele. Vielleicht ist die Abstimmung auch nicht ganz so sinnvoll. Aber selbst wenn es bei den paar Leuten, die ich noch nicht kenne, eine Info habe, ist das auch nicht schlecht. Ich bräuchte dazu euer Smartphone, wenn ihr es parat habt. Ansonsten könnt ihr es auch über einen Browser lösen. Das ist eine kleine Umfrage, die ich euch gerade mal schnell zeigen möchte. Zwar, müsstet ihr gleich sehen. Brauchen wir einen Barcode? Okay. Ja, kriegt ihr gleich. Die Seite neu laden. Das Ding ist irgendwie eingeschlafen. So, das ist die Slido-Plattform und irgendwie lädt die gerade nicht. Ja, da passiert was. Aber das lädt nicht durch. Warum nicht? Try reloading. Ja, tue ich schon. Ja, die Webseite will nicht laden. Und Das war nachdem leider vor einer getestet. Stunde auch schon, als ich kurz getestet Echt? habe. Aber ich dachte, das liegt irgendwie an meinem Rechner oder irgendwas. Also ich Aber habe dann es ist es vielleicht was mehrfach heute Längerfristiges. getestet und es ging, zack, war das da. Ich probiere es jetzt nochmal. Vielleicht haben die irgendein Serverproblem. Okay, machen wir es anders. Das dauert mir jetzt zu lange. Irgendwie, ich kann die Umfrage nicht laden. Dann machen wir es per Handzeichen. Wir sind so wenig Leute. Und zwar eine Frage, die mich interessiert hätte. Das mache ich mich erstmal wieder hier rein. So.
was ihr für Ensemblestärken habt. Ensembles können ja ganz unterschiedlich sein. Es gibt Leute, also Ensembles, die bestehen aus 5, 6 Leuten, andere aus 300. Ich habe ja schon das Collegium Musicum in Berlin gesehen. Sehe ich richtig? Hallo Valentin. Das Collegium Musicum ist mir natürlich bekannt. Ich war natürlich schon in euren Konzerten in der Philharmonie. Ihr seid ja ein Riesending. Erzähl mal, wie viele Leute managt ihr da so? Ja, wir sind insgesamt so um die 450 Mitglieder, die wir in 5 Ensembles haben. Das größte ist der große Chor mit um die 200. Das schwankt natürlich immer. Mhm. Und das kleinste Ensemble ist die Big Band, die hat vielleicht so 20. Ja, cool. Ihr habt eine Big Band, das finde ich super, super cool. wen haben wir denn hier noch? Ich kenne noch nicht so ganz alle, aber vielleicht mag noch jemand mal was über sein Ensemble sagen. Was für ein Ensemble und welche Mitgliederstärke ungefähr? Einfach mittenmang rein oder ich frage es einfach ab. Herr Janocha Reinhold vielleicht? Ja, also wir sind in Freiburg, Freiburger Akkordeonorchester. Hallo. Stammen leider nur noch 10 Leute und wir haben oft Gäste. Also ich würde sagen, es fluktuiert zwischen 10 und 15 Leuten. Okay, okay. Also wirklich klein im Vergleich zu diesen monströsen Strukturen. Ja, aber weniger wichtig und ernst zu nehmen, weil unserem Programmcode ist es nachher quasi egal, wie groß ein Ensemble ist. Aber für manche Ansichten, die wir im Frontend programmieren, muss man schon wissen, was man nachher, ob man ein kleines Ensemble anzeigen lassen will oder eine 400-köpfige Liste oder so. Von daher finde ich schon spannend, was es da für eine Range gibt. Wen haben wir denn da noch? Die Sabine Fenske war schon mal da. Ich weiß gar nicht mehr, ob Chor oder Orchester, aber ich glaube, wir haben uns schon mal kennengelernt in einem Workshop. Ja, ich stehe jetzt hier für 2 Chöre. Ich leite den Berliner Mozartchor. Das ist ein Chor in 3 Stufen, beginnt mit Kindern im 5 Jahre Alter. Das ist die erste Gruppe, dann kommt eine ältere Gruppe, 10 bis 14, und dann gibt es einen Jugendchor. Alle zusammengenommen waren wir vor Corona so 50. Das ist jetzt sehr zusammengeschmolzen. Und dann arbeite ich noch bei diversen anderen Chören und höre vor allen Dingen für die Berliner Singakademie noch mit. Die, denke ich mal, wir haben eigentlich ungefähr so 80 aktive Chormitglieder in der Berliner Singakademie. Und ich denke, da ist wäre ein gutes professionelles Management auch sehr wünschenswert. Das läuft alles noch über diverse Zettelwirtschaft und so. Oh, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Das war eine perfekte Überleitung. Das wollte ich nämlich auch noch von Reinhold aus Freiburg wissen und von Valentin und von dir, Sabine, natürlich. Also du sagst, ihr macht noch sehr viel, also papierbasiert wirklich so richtig, also Zettel im Sinne von, also Papyrus, na, wie heißt das? Zellstoff, keine Ahnung. Papier. Ja, also die Noten zum Beispiel werden über Papierlisten ausgegeben. Wo die Leute abhaken, dass sie Noten bekommen haben oder wie? Genau, genau. Und das kriegen dann irgendwelche Nummern. Mhm. Die Nummern müssen dann auf den Noten stehen. Die werden dann ständig wieder umradiert und so. Also das ist Chaos. Ja, ja, ich kann es mir lebhaft vorstellen. Ja, die Laura Sohn, die heute auch dabei ist vom Orso, die macht die Bibliothek in Freiburg. Die kennt das Elend. Wir hatten das Problem bei der C-Sinfonie ja auch irgendwie Klavierauszüge für 300-400 Leute besorgen zu müssen. Beziehungsweise haben viele sich auch selbst besorgt. Aber bei den Rock-Sinfonie-Nights, große Orchester, fette Notenmappe, es ist jedes Mal ein Drama. Wenn wir Laura nicht hätten, die dann Nachtschichten einlegt, um nach der Generalprobe nochmal die Orchestermappen zu checken, damit auch wirklich alles komplett ist am nächsten Tag im Konzert. Ja, man glaubt es manchmal echt nicht, dass ein Musiker es schafft, auf dem Weg von der Bühne in die Garderobe die halbe Notenmappe zu verlieren. Also das ist wirklich unglaublich. Das Problem wird APA vielleicht nicht ganz lösen, aber die Dokumentation wäre einfacher. Also das ist auf jeden Fall auch ein heißes Thema bei uns. Valentin, wie verwaltet ihr euch? Google Spreadsheets oder was macht ihr? Nein, also von Google sind wir
Das haben wir nie angefasst. Da behalten wir Löblich. Unsere Daten bei uns. Schön. Wir haben das Glück, wir sind ja, für die, die uns nicht kennen, wir sind die Universitätsmusik von Freier Universität und Technischer Universität in Berlin. Mhm. Und damit haben wir auch eine recht stabile Infrastruktur der Universität im Hintergrund und im Rücken, die uns stärkt. Sehr das gut. Heißt, wir können Sachen ganz gut zum Beispiel auf unseren eigenen Laufwerken laufen lassen. Wir haben eine Webseite, die von der Uni gehostet wird, die uns eine digitale Anmeldung unserer Mitglieder ermöglicht. Das ist aber, also das knirscht trotzdem überall. Ne? Also wir verwalten dann unsere Mitglieder in lustigen Excel-Tabellen und da muss man dann von der Anmelde-Webseite Textdateien runterladen und die dann mit einem selbst gebastelten Makro in Excel einlesen. Das ist schön ist anders. Genau. Aber gut, wenn man es kann. Naja, also es geht viel Zeit drauf. Ja. Und das ist natürlich toll, dass diese Zeit jetzt von euch mal richtig investiert wird. Ja. Wir tun unser Bestes. Genau. Das wäre natürlich, da würde mich zum späteren Zeitpunkt auch mal interessieren, noch mehr über eure IT-Infrastruktur zu wissen, auch wie so ein Hosting von APA bei euch aussehen könnte. Also wie das funktionieren könnte, dass ihr euch den Code runterladet von GitHub und das Ding innerhalb von einer Stunde zum Laufen kriegt und es startklar ist. Das würde mich mal interessieren, was es da vielleicht bei euch noch braucht. Das ist nämlich, also dieses Deployen ist noch ein großes Thema, weil bei uns läuft natürlich alles schön schick, aber es muss ja bei allen nachher laufen. Also das wird noch ein Thema sein. Frage an Susanna Stauber. Magst du dich auch kurz vorstellen? Ja, hörst du mich jetzt? Ja, super. Ja. Mhm. Ich bin auch aus Freiburg, aber ich mache einen Gospelchor da und ich habe nur noch ein Drittel der Mitglieder, mache alles über Zoom. Oh. Und ich habe den Vorteil, meine Schüler dürfen das alles auswendig lernen. Die kriegen höchstens mal Noten über Bildschirmfreigabe, aber sonst nur Textlisten. Und die verschicke ich auch ganz altmodisch über Mail. Aber ich bin jetzt sehr interessiert, was ihr da vorhabt. Ich habe die Hälfte nicht verstanden von den Fachausdrücken vorhin bei deinem. Aber es macht nichts. Also ich freue mich, bin neugierig. Ich möchte einfach am Ball bleiben. Genau. Und auch für die neue Welt interessieren. So. Wenn ich mit dem offiziellen Teil durch bin, also ich bin noch eine Weile online und da können wir auch noch endlos quatschen. Ich habe heute Abend nichts mehr vor. Also ich erkläre auch gerne technische Details, wen es interessiert oder wer mehr einsteigen möchte. Also stehe ich nachher noch zur Verfügung auch. Ich habe noch eine kurze Frage, weil ich noch nicht ganz kapiert habe, seid ihr jetzt aus Berlin oder seid ihr jetzt aus Freiburg? Orso gibt es ja auch in Freiburg. Ich habe das einfach nicht richtig kapiert, wie ich überhaupt in euren Mailverteiler geraten bin und wie die Jungfrau zum Kind und ja. Ja, also Orso gibt es tatsächlich zweimal. Also eigentlich gibt es nur ein Orso. Aber juristisch gesehen auf dem Papier haben wir zwei Vereine. Es gibt einen Vereinssitz in Berlin seit 2012 und den in Freiburg gibt es seit Ende der 90er Jahre. Und also in Freiburg ist das Mutterschiff sozusagen. Ah. Und mit meinem Umzug nach Berlin habe ich das Osso-Virus mitgenommen. Also das arbeitet ganz Hand in Hand. Und dadurch, dass wir eh alle vernetzt sind, fühlt sich das quasi auch wie ein Osso an. Aber ihr habt ja lange nichts mehr gemacht in Freiburg jedenfalls. Jetzt geht ja eh gerade nichts. Ja, okay. Ja, jetzt geht es eh gerade nicht. Das letzte Konzert war Dezember 2019. Kann das sein? Ja. Da wollte also, ich, glaube ich, rein und hab's nicht geschafft und jetzt kommt nichts mehr. Also Dankeschön. Wir kommen wieder im Dezember, sind wir wieder im Konzerthaus, hoffentlich. Ja. Im Konzerthaus ohne in der Philharmonie. Ja. Okay. Ich sehe noch einen Herrn Krellmann, Studio Chor Berlin. Wollen Sie uns verraten, wie Sie Ihren Chor managen? Also, mit welchen Hilfsmitteln? Richtig, wir sind 65 Mitglieder. Und wir managen also über Excel-Tabellen natürlich unsere Mitglieder und kommunizieren über E-Mail und haben eine V-Change-Plattform, auf der core-spezifische Sachen dargestellt werden. Und jetzt zurzeit machen wir mit etwa 30 Leuten immer Zoom-Core-Proben. Das ist von uns aus alles.
Genau. Ja, mit Zoom arbeiten wir auch, aber hauptsächlich jetzt auch Tremolos. Ich versuche hier gerade nebenbei mal kurz hier was aufzumachen. Dann frage ich So, mal ich würde, zwischendrin, haben wir ja. irgendwann noch vergessen? Gibt es noch einen Chor außer unseren Mitgliedern, der sich jetzt noch nicht zu Wort gemeldet hat? Ja, ich bin zwar Mitglied, aber auch im eigenen Chor. Also wir sind in Herrenberg, im Moment, Chor wer? von Thorsten Schneider. Ah, okay, sorry. Sorry. Wir sind in Herrenberg im Pop- und Gospelchor, organisiert in zwei Chören, also einmal die Pop- und Gospelsparte, die mal vor Corona so bei 80 bis 70 Leuten war, 70, 80, ein bisschen schwankend. Im Moment online so maximal mal 30. Und ein kleinerer Chor, der sich eher so der mittelalterlichen Musik widmet. Also zwei Chöre, in Summe sind es so rund 100 Aktive. Die Verwaltung erfolgt im Prinzip einmal klassisch aus für die Mitgliederverwaltung über so eine Chorverbandssoftware, wo die Meldungen laufen. Ansonsten läuft im Prinzip Notenverteilung und sowas über eine eigene Homepage, wo einfach PDF-Dateien rauf und runter geladen werden, wo man sich das dann holen kann in dem geschützten Bereich. Und ansonsten halt Excel, Doodle, Papier, Telefon, Mail, was man gerade so braucht. Okay, danke schön. Gibt es noch jemanden? Ja, ich bin auch von einem Chor, auch Ja. Gospel, und zwar Paul Robson Chor Berlin. Und ja, wir arbeiten auch mit so einer eigenen Website. Also wir haben einen Webmaster, der sich da gut kümmert, aber ansonsten halt mit Mails und naja, auch Excel-Tabellen und dergleichen. Also ist schon richtig. Und wir haben auch einige Chormitglieder, die noch in einem anderen, bei den T-Cream-Singers sind, bei der Vera Zweininger. Und das ist schon interessant dann, dass man Terminüberschneidungen vermeidet, ne? Dafür wäre das wahrscheinlich sehr praktisch und auch für die Pianistin, die dann immer mal zukommen muss, wenn wir einen Konzerttermin haben oder die Probe haben. Gerade das Stichwort Termine. Ihr kennt ja alle auch Doodle, dass man mal eine Umfrage macht, um zu gucken, wer kann da und so. Und das ist ja auch wahnsinnig nervig. Das mag im Privaten vielleicht mal kurz schnell gehen so. Oder ja, im professionellen Bereich oder halt, wenn man einen Chor organisiert oder ein Sinfonieorchester, kommt man mit Doodle halt nicht so weit, weil man mit den Daten danach hier kaum was anfangen kann. Die Leute schreiben da irgendwas rein. Man weiß ja dann noch bei 100 Abstimmungen dann immer noch nicht, wie viel Geigen sind es jetzt, wie viel Bläser, wer vom Chor. Also ihr könnt euch das APA auch ein bisschen vorstellen wie ein extrem aufgebohrtes, luxuriöses Doodle, wo man nicht nur Probentermine verwaltet, sondern auch Termine einfach im Vorfeld schon abfragen kann. Die Leute geben dann per Handy einfach ganz schnell an, so, ja, geht, geht nicht, geht teilweise. Und man kann in Echtzeit sehen, was das Feedback ist und eine Entscheidung treffen. Und, und alle weiteren Funktionen hängen auch an diesem Termin dran. Diese Sache mit E-Mails verschicken, das wird auch bei APA nicht ausbleiben. Also wenn ihr euch schon registriert zum Beispiel, ich zeige euch gerade mal, wie APA im Moment ausschaut. Ihr müsstet jetzt das Website-Fenster sehen. Ich sehe nur gerade, dass die Zoom-Stufe nicht. Ne? So, jetzt. Ich ziehe es nochmal hoch. Ich glaube, jetzt ist es besser zu sehen. Also das ist die Startseite, wenn man auf APA draufkommt. Ja, ist wie bei allen anderen Diensten auch, man loggt sich ein oder man registriert sich halt erstmal. Moment, jetzt bin ich im falschen Fenster. So, hier. Das dauert immer ein bisschen. Muss ich das wieder hochfahren? Ja. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Also solche Sachen, dass man sich registriert beispielsweise, da braucht es immer eine E-Mail. Wo ihr dann was hingeschickt kriegt, wie ein Link, das zu bestätigen, Passwort zurücksetzen und so diese Dinge. Ja, das ist bei APA nicht anders. Und auch werden wir E-Mail natürlich einsetzen, um
zum Beispiel, wenn ein neuer Termin ansteht, der zur Abstimmung ist oder ein neues Projekt, dass halt automatisch die entsprechenden Zielgruppen eine E-Mail bekommen. Aber dass zum Beispiel, wenn die Probe nur die Streicher betrifft, nicht der ganze Chor angeschrieben wird, sondern also nur die Zielgruppe, die man möchte. Und das kann man auf Instrumentenniveau runterbrechen. Also wir haben ein Section Tree programmiert. Ich glaube, der hat über 100 Einträge. Also wenn man möchte, kann man die Kommunikation, die Terminverwaltung auf barocke Instrumente konzentrieren oder nur auf die Band oder nur auf den Chor und da auch nur die tiefen Frauenstimmen. Also das ist alles machbar. Ihr seht jetzt hier so ein Dummy, das ist so eine Art Dashboard. Sprich, wenn die Musiker sich einloggen oder die Sänger, dann kriegen sie aktuelle Nachrichten, anstehende Termine, anstehende Projekte, auch Aufgaben. Also es soll später ein Taskmanagement geben, wo man auch einzelnen Musikern und Sängern auch eine Task geben kann, wie zum Beispiel, wir haben deinen Reisepass noch nicht oder wir brauchen ein Bild von dir oder du musst die Noten zurückgeben oder sowas in der Art. Ich wollte es aber eigentlich woanders hin. Genau, das ist hier mal der Terminkalender. Das sieht jetzt in der Bildschirmfreigabe doof aus. Ich mache es ein bisschen kleiner. Ihr müsst mir sagen, wenn es zu klein ist. Aber irgendwie sollte man schon den ganzen Bildschirm sehen. So. Ich ziehe es noch mal ein bisschen hin. Genau, das ist nichts Besonderes. Man hat Monat, Woche, Tag. Und das Besondere bei diesem Kalender ist, ich habe jetzt hier mal einen Mustertermin angelegt am 29. April. Also gestern hätte eine Generalprobe sein sollen. Die klicke ich an. Und dann sehe ich, dann geht hier so ein sogenannter Stepper auf mit 1, 2, 3 Schritten. Basisdaten, Details und Teilnahmen. Und da macht man Angaben, um was handelt sich bei der Probe. Das ist jetzt alles noch auf Englisch, weil das noch nicht durchübersetzt ist. Wir machen das Backend, diese Auswahlsachen, das ist immer erstmal Englisch und von dort aus geht es dann ins Deutsche und in die anderen Sprachen. Wir haben da noch eine Frage, ja? Dass ich unterbreche. Ja. Valentin, du hattest dich gemeldet? Ja, ich habe noch eine Frage zum Rollenmanagement, wenn das jetzt passt. Und zwar sind auch pro User verschiedene Rollen möglich. Also kann zum Beispiel Clara in der Big Band Saxophon spielen, aber im Chor Sopran singen? Genau. Also wir haben im Moment nur 3 Rollen jetzt für die Entwicklung. Das ist Admin, der alles kann. Dann gibt es Staff. Das sind also die Mitarbeiter. Das können Leute aus dem Vorstand sein zum Beispiel oder musikalisches Personal wie Dirigent oder so. Das ist Staff. Und dann die Rolle Performer. Aber wir machen zum Beispiel jetzt nicht eine extra Rolle für Chorleute, eine extra Rolle für Orchesterleute. Das wird über die sogenannten Section Trees geregelt. Man kann aber später noch Rollen hinzufügen. Im Moment ist es so, dass alle, die Musik machen und die auf der Bühne sind, haben die Rolle Performer. Es kann natürlich später sein, dass wir eine Rolle machen für Techniker, Logistiker, ehrenamtliche Helfer und eine Rolle für Kunden, also Konzertbesucher. Und das Rollenmanagement ist aber ganz flexibel und natürlich kann ein Musiker ja auch Ticketkunde sein. Und was jetzt aber zum Beispiel die Register im Orchester oder im Chor angeht, das wird über sogenannte Sections geregelt, weil sonst hätte man irgendwann 120 Rollen und das will man vermeiden, weil es einfach dann zu chaotisch wird. Und also eine Section ist zum Beispiel Violine 1 oder Trompete ist eine Section. Und mit denen kann man nachher arbeiten als Filterkriterium und so weiter. Aber die haben jetzt nicht nochmal eine eigene Rolle Trompeter oder so. Theoretisch wäre das aber auch möglich. Ist nur die Frage, ob das sinnvoll ist. Meine Frage zielte jetzt ein bisschen so in die Richtung, ob innerhalb der Rolle Performer die Leute für unterschiedliche Projekte beispielsweise unterschiedliche Instrumente spielen können. Ach so, ja, da komme ich gleich dazu. Das wird bei uns über Musikerprofile geregelt. Jeder Mitwirkende kann unendlich viele Profile haben. Also ein Profil als Sänger zum Beispiel, als Tenor und ein zweites Profil als Pianist und ein drittes als Geiger zum Beispiel. Das geht, genau. Und auch mit Wechselinstrument
sage ich auch gleich was dazu. Zurück zu den Terminen. Das Besondere an unserem Kalender ist, dass man hier sehen kann, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, unter Punkt 3 Teilnahmen, hier würden jetzt die ganzen Namen auftauchen und die Instrumente und die Qualifikation auch und deren Vorhersage. Also da könnte man jetzt sehen, alle, die jetzt eine Angabe gemacht haben, ob die gesagt haben, don't know yet, no, partly, yes. Also ich kann an dem Termin, ich kann teilweise, ich kann nicht, ich weiß es nicht. Und da hinten sieht man dann das Ergebnis, also wenn die Probe stattgefunden hat, das wird ausgewertet über einen QR-Code, wer in der Probe war, dann hat man immer zu jedem Termin eine Liste, wo man sieht, wer kann nicht. Und das geht eben voll dynamisch, ist filterbar, sortierbar. Wir haben jetzt halt eine ganz neue Datenbank bekommen und da ist noch nichts drin. Deswegen kann ich jetzt hier keine Namen zeigen oder so. Aber ich glaube, das Prinzip ist klar. Unter Details legen wir noch fest, an welchem Ort der Termin stattfindet, in welchen Räumen. Und wenn man hier auf Zielgruppe sieht, geht, dann sieht man hier die Sections. Das ist jetzt vielleicht für Valentin interessant. Das sind die Sections, von denen ich gesprochen habe. Die sind alphabetisch sortiert. Und da seht ihr, dass da schon ganz viele Instrumente angelegt sind. Also da gibt es auch so Exoten wie Didgeridoo. Kommt, wenn man DI eintippt. Ich mache mal nur Tenor. Dann kommt Tenor, Tenor 1, Tenor 2, Tenor Flute, Tenor Horn, Tenor Saxophon. Also wir haben so, glaube ich, alles abgedeckt, was man so braucht. Glasharfe. Es gibt verschiedene Elektro-Gitarren meines Wissens. Gitarre, Electric Guitar ist das genau. Also da könnt ihr jetzt bei jedem Termin sagen, der Termin ist für Alt 1 und für Harfe. Achso, ich muss es auf Englisch machen. Ich falle immer noch drauf ein. Harp und vielleicht für Englisch Horn. Haben wir das jetzt? Das heißt Englisch Horn, genau so. Das ist ein Termin. Das kriegen jetzt auch nur diese drei Leute, diese drei Zielgruppen angezeigt. Und auch nur die würden jetzt eine Mail kriegen. Das heißt, man bombt nicht den ganzen Chor zu mit einem Termin, der nur eine kleine Gruppe betrifft. Dann kann man sagen, zu welchem Projekt es gehört. Dann kann man sagen, ah ja, das ist eine Probe für die Schneekönigin. Wenn es aber ein Termin ist, wo für verschiedene Projekte geprobt wird, kann man das auch angeben. Also dann kann man das wechseln. Genau, also das ist mal so ein kleiner Einblick in die Termingeschichte. Ja, der Rest ist halt die Funktionalität, wie man es von normalen Kalendern auch kennt. Ja? Kurze Zwischenfrage, Wolfgang. Mhm. Was passiert, wenn du Horn eingibst? Wird dir dann auch Englisch Horn angeboten? Oder musst du ja, ich meine ja. Ich muss mal schauen. Also eigentlich soll auch Bestandteile angezeigt werden. Ich weiß noch nicht, ob das schon implementiert ist, aber ich kann gleich gucken. Ja, es kommt alles, wo Horn drin vorkommt. Also auch Flügelhorn oder Bassetthorn. Von wem kam die Frage? Ich habe es gerade gar nicht mitbekommen. Die kam von mir, aus Freiburg. Josef. Ach, der Josef aus Freiburg. KHG-Orchester, richtig? Jo, genau. Genau. Ja, das zum Termin. Zum Musikerprofil gab es eine kleine Panne. Wolfgang, da ist noch eine Frage von Valentin. Ah ja. Mhm. Ich habe noch eine Frage. Unsere Arbeitsweise ist ein bisschen, ja, eigentlich gar nicht so krass projektorientiert, weil wir feste Ensembles haben, die Proben eben in feststehenden Probenphasen und pro Ensemble gibt es zum Schluss ein Konzert. So, das heißt, wir haben aber zum Beispiel zwei Chöre, zwei Orchester, die natürlich gleich besetzt sind. Gibt es dafür auch eine Lösung, die zu filtern, also dass ich sagen kann, ich schreibe jetzt Orchester A an und zwar alle Leute, die spielen dann halt, das sind dann halt Streicher, Bläser und Schlagwerk, aber ich schreibe nicht Orchester B an mit denselben Instrumenten, Streicher, Bläser und Schlagwerk. Also du kannst nach allem filtern, also du kannst filtern nach Instrument oder Instrumentengruppe, wie du willst, nach Projektbezug. Und was war noch ein drittes Kriterium? Vergessen. Also die. Was nicht auch die Region? Genau, Region haben wir auch noch, genau. Wobei das jetzt für Valentin, glaube ich, nicht interessant ist, weil das alles in Berlin ist. Was Sandra gerade anspricht, ist Aktionsradius. Das ist bei Orso natürlich interessant, weil wir Chöre in Stuttgart, Freiburg und Berlin haben und auch Orchestermusiker in ganz Europa verteilt. Und die können in ihrem Musikerprofil angeben,
was Ihr Aktionsradius ist für Konzerte und Ihr Aktionsradius für Proben mit einer Priorisierung. Da können die Stuttgarter sagen, ja, bitte Proben in Stuttgart und Freiburg nicht so gern, aber Konzerte in Berlin schon, je nach Ort, je nach Location. Aber das war ja nicht deine Frage. Deine Frage zielt ja darauf ab, wie kannst du kommunizieren mit deinem Ensemble. Also da wird es massig Filterstrukturen geben. Die sind noch nicht umgesetzt, die sind noch nicht programmiert. Aber das ist was, was wir ganz dringend eh selber brauchen. Und deswegen wird es auch kommen, dass man sagen kann, also jedes erdenkliche Kriterium ist ein Filterkriterium. Und zwar ist es wie so eine Art Smart Component im Frontend, die immer wieder zum Einsatz kommt bei ganz verschiedenen Sachen. Also Einladungen rauszuschicken, zu einem Termin ein Feedback abzufragen oder eine Liste abzufragen. Also das ist so ein Universal-Tool, nicht nur für die Kommunikation, sondern für alles Mögliche, weil wir brauchen auch diese extrem raffinierten Filtermöglichkeiten und die man kombinieren kann, auch mit Ausschlussverfahren und so. Also dass man eine Negativfilterung macht und so weiter. Ja. Ja. Darf ich dir sagen, dass wir die Stunde schon verbraucht haben? Oh ja, haben? Dann zeige ich euch. Also, okay, dann versuche ich zum Schluss zu kommen. Es sind auch einige schon gegangen. Ja. Vielleicht jetzt noch kurz zum Schluss und dann kann man ja noch eine offene Runde machen für diejenigen, die bleiben möchten. Genau, dann zeige ich euch gerade mal schnell das Demo-Video vom Musikerprofil. Ich kann es im Moment nicht als klickbar mitzeigen, weil meine Datenbank es gerade nicht ergibt, aber unser Chef vom Frontend hat mir, während wir jetzt hier gesprochen haben, ein Video gerendert und das habe ich jetzt schnell integriert und zeige euch das mal schnell. Ich weiß noch nicht, ob das groß genug, ob das gut sichtbar ist. Ah, Moment. Na komm schon. Ich versuche es ein bisschen größer zu ziehen. Das ist jetzt die Ansicht auf einem Handy, also oder ein schmales Browserfenster, ist im Endeffekt das Gleiche. Da seht ihr, wie sich das dynamisch anpasst. Es muss ja überall funktionieren, das darf man nicht vergessen. Da werden jetzt nach Musikern gesucht. Ja, während man tippt, wird schon das Ergebnis angezeigt. Das ist jetzt ein Musikerprofil. Da stehen dann nachher, das muss ich jetzt mal kurz anhalten, da habt ihr gerade gesehen, da war so eine leere Fläche. Da steht Profile Form. Hier sind dann nachher solche Sachen zu sehen. Zeige ich euch schnell den Prototyp. Das ist das hier. Das ist vielleicht ein bisschen verwirrend. Es geht um diesen Bereich, wo die Maus umkreist. Also wir haben Daten eben darüber, nicht nur was für ein Instrument jemand spielt oder welche Stimme jemand singt, sondern ob es auch Wechselinstrumente gibt oder auch Stimmnachbarschaften. Also manchmal singt jemand Tenor 2, aber auch Bass 1. Kannst du ein bisschen runterscrollen, weil es schneidet oben die Titelzeilen ab. Also es braucht nur das, was ihr jetzt seht. Es geht eigentlich nur um das hier. Da können die Mitwirkenden angeben von 1 bis 5, wo sie sich sehen vom Level her, aber auch die Gegenseite sozusagen kann sagen, wo sehen wir diese Person vom Level her. Das ist tatsächlich bei Projektarbeit wichtig. Wenn man zum Beispiel nur 3 Tage Probezeit hat, ist es schwierig, dann mit Anfängern im Orchester zu arbeiten. Dann kann man Angaben machen über Anfragestatus. Der Musiker kann sagen, welche Position er oder sie bevorzugt. Choristen können sagen, ich singe lieber Sopran 2 als Sopran 1. Geiger können sagen, ich spiele lieber Violine 2 anstatt Violine 1. Die können nachher auch sagen, ich mache auch Stimmführungen. Ich bin für Soli zu haben. Die Hörner können sagen, ob sie tiefes Horn oder hohes Horn sind. Und noch vieles, vieles mehr. Ich gucke schon auf die Uhr. Ja, das kriege ich jetzt gar nicht hier alles unter. Ich zeige euch gerade das Video schnell zu Ende. Das, nur damit ihr ungefähr wisst, das wird nachher noch viel, viel ausgeklügelter.
Ich gehe das nochmal kurz zurück. Wir haben jetzt hier Albert Einstein als Symbolbild. Also man, wenn man ein Musikerprofil aufruft, sieht man hier oben dann auch noch E-Mail-Adresse, Telefonnummer, kann die direkt anwählen. Unten drunter steht dann das Instrument, die Qualität, die Qualifikation. Ist das ein Profi? Ist das ein Amateur? Ein Student? Und. Und unten drunter sieht man dann, welche Projekte macht er mit und macht er nicht mit und wie ist sein Termindetail und Terminstatus. So, dass man das alles auf einem Blick hat. Und wenn man ein bisschen mehr Platz hat, dann ordnet sich das auch nochmal anders an. Das ist jetzt immer noch die Handy-Ansicht. Das reagiert auch relativ flüssig. Jetzt wird das Fenster breiter gezogen und dann kriegt man eine andere Ansicht. Genau, dann ist das alles ein bisschen besser zu lesen. Dann kann man, also hier kommen noch viel mehr Tabs hin, wo man auch Dokumente ablegen kann, Probespielvideos oder Zeugnisse oder den Impfpass, wenn man auf Tournee geht oder so, was weiß ich. Also das ist alles noch sehr rudimentär, aber die Funktionsweise ist prinzipiell so. Und dieses Suchding hier da oben, das wird nachher auch die Basis sein, um besser zu filtern und eine Zielgruppe festzulegen, für die man eine Aktion festlegt. Zum Beispiel eine E-Mail schicken oder Noten verschicken oder zu sagen, bitte meldet euch, wir brauchen eine Info von euch. Also so ungefähr. Ich würde sagen, ich mache hier mal einen Punkt und ich bin aber noch für viele Fragen zu haben. Wer noch ins Detail gehen möchte oder noch mehr wissen möchte oder Vorschläge hat, also nur zu. Ja, dann würde ich sagen, schließen wir die offizielle Runde schon mal ab. Ich weiß nicht, ob die Kamera dann auch aus ist. Ich vermute, das reicht dann auch.